Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Spyro The Dragon. Okay. Und dieses Mal mit der Welt Bugtürme. Und es geht gut los. Ach so, ja genau, die machen ja den groß und dann stirbt der, glaube ich, nicht. Okay. Ich glaube, dafür brauchte ich irgendwie eine Superladung oder so. Egal! Freundchen. Das fangen wir ja gar nicht erst an, Junge. Ja. Ja, die mussten mal, wir brauchen eine Superladung. Durch die Typen so durchballern. Das weiß ich noch und das war echt scheiße. Ich hasse Superladungen. Hi! Oh. Das sei mal kriegt die gleich am Anfang, dann ist das gar nicht. Ah, wir haben das Feuer! Das ist ja geschenkt, Freunde. Dem Feuer ist es natürlich Premium einfach, ne? War ja am Anfang nicht noch irgendwo einer? Ich glaube, der am Anfang liegt, den können wir auch rüsten und kriegen davon noch einen Edelstein. Ich hätte gern noch einen Kuss von Ihnen, junge Frau. Sehr freundlich. So, müssen wir da schnell nur hinsprinten. Sparks können wir was zu essen, die brauchen. Stimmt, die brauchen noch einer. Genau, der ist tot und der fickt mich erstmal und dann fick ich ihn. Zap, zap, setz it, Freunde. So. Haben wir den ersten Teil schon mal so weitestgehend fertig. Brauche ich auf jeden Fall was für Sparks zum Snacken, sonst habe ich nämlich ein gewaltiges Problemchen. So wie dieses hier. Sparks Futter. So, und das sagt uns, hier gibt es noch eine weitere Superladung, also noch mehr Boost. Ja, aber schon mal einen Drachen, den nehmen wir auf jeden Fall mit, Freunde. Kosoko. Hey, Spyro. Alle Drachen wissen, dass ein Feenkuss magisch ist. Finde heraus, was er für deine Flammenkraft tut. Ja, Digga, meinst du, ohne dass welche nicht hergekommen? Oder welche hergekommen, suchen wir nicht. Ja, easy, Bro, easy. Diese Typen. Und werf! Wirf! So. Ich weiß noch nicht, was sie jetzt macht. Macht sie jetzt auch eine Superladung oder macht sie jetzt Feuer? I don't know. Sie soll es vielleicht wissen. Silvester! So! Ich hätte gern von der nächsten jungen Dame auch einen Kuss. Komm mal her, ihr Mäuschen. Prima, dankeschön. Gut, alles andere wäre Quatsch gewesen hier. Eine Superladung wäre ja vollkommener Quatsch gewesen. Dann können wir nämlich hier auch machen. Kriegen wir die noch? Ich glaube fast nicht. Ja, vielleicht wollen die denn weg sein. Jetzt habe ich den Weg schon mal so gut wie frei gemacht, dann können wir hier erstmal fast durchrennen. Eigentlich können wir ein bisschen durchrennen. Ich weiß noch nicht, da wo die erste Fee war, ob da noch irgendwas war. Anscheinend nicht. So. Jetzt rennen wir erstmal nach da hinten und holen uns die beiden weg. Wir wollen nicht voll runterfallen. Den hier noch und den, der eh tot ist. Perfekt, Freunde. Perfekt. So. Können wir nämlich hoch hier zu dem Kollegen da. Den blauen mitgenommen, den blauen habe ich tatsächlich nicht mitgenommen. Sparks, Mensch, konzentriere dich. Moin. Lasst mich lügen, was geht da hinten noch weiter? Da um die Ecke rum, ich weiß nicht mehr wie. Ich sage doch, hier gibt es eine Superladung. Ja, komm mal. Okay. Ich hasse Superladungen. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie einfach so sehr. Seh nix. Okay. Gegner. Gegner. Drache. Perfekt. Tor Nummer 3 wär's gewesen, Freunde. Haltet eure Hörner fest. Hier kommt Spyro. Geduld, Kleiner.
Bald kannst du es mit dem wichtigsten aller Gegner aufnehmen. Mit Nasty Nork. So. Hier brauchen wir die Superladung. Ach, guck mal hier. Oder wir nehmen das mit. Das ist natürlich noch besser. So. Können wir die Kiste aufmachen, können den Kollegen rösten hier. Das lohnt sich ja mal. Also wo ging es denn jetzt hier hin? Da ging es glaube ich weiter. Und was geht hier? Ach, die nicht hier oben. Ah. Hier brauchen wir nochmal unser Superfeuer. Wo ist die junge Frau? Die war hier drin, ne? So, dann sprinten wir mal kurz hin. Zap, zap, rum die Kurve. Und grillen das Ding. So muss es nämlich sein, Freunde. Dann können wir jetzt links hoch und erstmal Richtung Heimatportal gehen, auch wenn wir da noch nicht hin müssen. Du verpiss dich. Ja, na klar. Und das mit einer Treppe, na das wird lustig. Treppen kann man halt nie so richtig schnell nehmen. Oh, hier ist noch einer. Wuhu! Du für einer. Ah, oh, da an der Ecke steht auch noch. Ach, hier haben wir auch noch einer. Noch eine Fee. Naja, dann. Extra beeilt. Ich gar nicht hier muss. So, du kommst weg. Du kommst weg. Fick dich! Hässlicher Typ. So. Uns fehlt noch was. Ich sag ja, da hinten war noch ein Weg lang. Da hinten war noch ein Weg, Freunde. Ich sag es doch. Komm hier rüber, ja, ja. Na klar, easy claps, Junge. So, Sparks kurz füttern. Der hat keinen Hunger, okay, kein Problem. So, und zwar müssen wir irgendwie hier um diese Kurve rum. Also irgendwie. Ich weiß noch nicht mehr, von wo wir das machen müssen. Ich glaube, das wird nichts. Ach, wie kommt man denn dahin? Muss ich mal kurz überlegen, kurz mal gucken, kurz mal. Ich weiß es nicht mehr. Wieso alle? Wir haben startet, Junge, am Arsch. Ich glaube, wir müssen nicht hier rumfliegen. Wir können hier nicht rumfliegen. Gut. Sehr gut. I don't know. I don't know. Ich will mir das Ganze mal von hier hinten angucken. So, die Frage ist, jetzt kommen wir da oben raus oder kommen wieder rein. Also. Ach, Sparks. Da hinten ist noch was. Den habe ich noch nicht getötet gehabt. Oh Gott, jetzt muss ich ihn auch noch töten. Ha. Und da es in der Höhle keinen zweiten Weg gibt, müssen wir, glaube ich, irgendwie hinleiten. Hallo? Ich weiß es aber nicht mehr genau, Freunde. Schon viele Jahrhunderte her. So. Ah, jetzt müssen wir darüber. Wir gucken mal rein und gucken, ob es von drinnen einen Weg gibt. Aber ich glaube, von drinnen gibt es keinen Weg. Von hier brauche ich es auch nicht versuchen. Maximal direkt von hier, aber. Keine Chance.
I don't know. I don't know, Freunde. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich bin jetzt hier wieder stundenlang nicht daran aufhalten, an dieser einen kleinen Scheißstelle. Könnte der Wirbel hier einfach andersrum gehen? Hier gab es eine Superladung. Damit komme ich wesentlich weiter. Wenn ich hochrenne, zündet die nicht. Oh nein. Ich habe eine. Ach, jetzt ist hier zu. Super Premium. Ich habe da so eine grobe Idee, wie das war, Freunde. Ich weiß nicht, warum ich über die Superladung aufgeregt habe, aber ich glaube, wir müssen mit der Superladung hier durch und dann hier rum. Das macht auch keinen Sinn. Also so weit springen wir nämlich nicht. Aber man könnte mit der Superladung eventuell ja dahin und dann ja. Ich glaube, so habe ich das damals gemacht. Ich habe absolut gar keinen Bock darauf. Ja, ich hasse die Superladung. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, Freunde. Ich glaube, es war wenig bereits zum 10.000. Mal, aber es ist okay. Ich werde es auch noch 10.000 Mal machen. Wir müssen hier rum, dann rechts, dann links, dann hier rein, dann hier rüber, dann hier hoch und wir sind zu früh gesprungen. Oh, ich bin zu früh gesprungen. Aber ja, Freunde, that's the way. Boah, ich bin hier wieder am Arsch der Welt, und ich krieg Götzeln. Kann doch nicht ein Checkpoint sein. So, noch ein Versuch. Ja, wenn man halt nicht sieht, macht das das Ganze nicht besser. So, jetzt aber, Freunde. Nicht zu früh springen. So, that's it, Freunde. Haben wir hier noch eine Fee? Wissen wir ja. Anders geht's ja nicht. Du bist ein echter Superladungsexperte. Gut gemacht. Du mich auch immer. Du mich auch. Jetzt mal ohne Mist. Okay, ich würde sagen, hier ist definitiv noch eine Superladung. Ja, nee, da will ich jetzt nicht runter. Stehen die auf oder bleiben die liegen? Bleiben liegen, ne? Ach, das macht der scheiß Zauberer da oben. Den hab ich gar nicht gesehen. Und jetzt lässt er mich hier nicht mehr durch, der Kunde. Wir müssen also schnell sein auf dem Weg hier hoch. Da lag mal tun, was wir wollen, der blockt uns. Gibt's hier nicht noch eine Fee oder fallen die jetzt nochmal um oder? Hä? Mach ich die denn jetzt tot? Ah, jetzt liegen sie wieder, perfekt. Na, natürlich. Ach, Digga, das hat doch nie im Leben was, wenn ich hier so rum hinter. Okay. Nie im Leben. Ist ja nicht so, dass die Superladung alleine schon Abfuck ist. Als Dummes, man kann ja halt nicht richtig durchsprinten, weil die halt einfach überall im Weg liegen, ne? Huah! Fuck you, Zauberer!
Dann warum ist sie keine Fee? Sie sah so normal aus, aber sie... Sie ist so eine Fee. Sie ist so eine. Ach, jetzt habe ich das unbegrenzt. Das ist ja Premium. Das ist ja Premium. Kann ich jetzt das ganze Level laufen und hier rumrüsten, wie so ein großer. Ich finde, ich sollte das immer haben. So, Freunde, damit haben wir 500 von 500 Edelsteinen gesammelt. 100%. Und wir können wieder durch unser Portal in die Heimatwelt fliegen. So, ab dafür. Und ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal.